Königreich von Galomir lebte einst ein Hexer namens Sarok. Er war ein selbstsüchtiger, böser Mann, der voller Hass auf seine einfachen und friedvollen Landsleute war und eine Armee von Dämonen heranzog, um das Reich für sich zu erobern. Der königstreue Sir Daniel Fortescue führte das Heer in den Kampf gegen das gottlose Gesindel. Noch immer wird besungen, wie er an der Spitze des Heers auf den Feind lossprengte, die Dämonen links und rechts fällte und wie er schließlich, selbst tödlich verwundet, den Hexer mit letzter Kraft überwältigte. Fortescue ging als Held von Galomir in die Geschichte ein. Und es begann eine Zeit des Friedens, der 100 Jahre dauern sollte. Doch der Hexer kam zurück. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Medieval. Ein uraltes Spiel für die Playstation, für die ganz alte, dieses schöne, globige, große Ding. Ich habe es geliebt. Immer noch meine Lieblingskonsole, denke ich. Und das war eines, vielleicht sogar mein allererstes Spiel auf der Playstation damals. Das sind wir, Sir Daniel Fortescue. Warum wir hier schon als Skelett dargestellt werden, weiß ich nicht, aber ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt ins Abenteuer. Und unser Abenteuer beginnt auf dem Friedhof, in unserem Mausoleum, unserer Krypta, unserer Nekropolis, was auch immer wir da haben, sieht mir nach Nekropolis aus. Wir sind schließlich ein Pseudo-Held und hier sieht man die wahre Geschichte. Wir sind nämlich gar kein Held. Ja, wir haben das Heer angeführt, da ist Sarok.
Ja, jetzt schießen die alle, weil das gemeine Säcke sind. Die mögen uns nicht und wir rennen und rennen und... Bumm, schon der erste Pfeil trifft uns ins linke Auge, mitten ins Hirn und wir sind tot. Aber Sarok hat seine Rechnung hier nicht ganz zu Ende gerechnet. Durch seinen Untod werden alle wieder lebendig, beziehungsweise endlich mal Untot. Zauber sind auch wir jetzt, ein Untoter. Und damit können wir endlich unserer Bestimmung nachkommen. Und hier ist schon der erste Glitch. Der wird jetzt was sagen. Tut er aber nicht und ich kann es nicht ändern. Ja, ich sag euch gleich, was der gesagt hätte. Lasst ihn in Ruhe. Das Schicksal hat ihm eine zweite Chance gegeben. Wie gnädig. Eine Chance, die Schmach zu vergessen, Sarok zu besiegen und der Legende gerecht zu werden. Yes! Wir wünschen ihm Glück. Vielen Dank. Nun, dieser Wasserspeier da oben hätte mich verhöhnt. Er hätte mir gesagt, was für ein Pseudoheld ich doch wäre, da ich direkt gestorben bin und die Leute nur die Geschichte erfunden hätten. Und so weiter und so fort. Das machen diese Wasserspeier übrigens den ganzen Spielverlauf über. Mich verarschen. Hier haben wir unsere erste Waffe, das kleine Schwert und eine verdächtig aussehende Wand. Die können wir aber noch nicht entverdächtigen. Stattdessen rennen wir herum und nehmen uns mal die Wurfdolche mit und diese Lebensflasche. Lebensflaschen sind in etwa... Ja, Herzteile, Lebenskanister, was auch immer, wie in Zelda-Spielen, Sternruinen, Runen öffnen in der Regel Türen. Was muss man über die Wurfdolche wissen? Alles, was ihr darüber wissen müsst, ist, sie sind unnütz. Völlig nutzlos, die Dinger. Alles, was ich mit denen machen kann, kann ich auch mit meinem Arm. Mit dem kann ich nämlich draufhauen und ich kann ihn werfen. Nicht springen, werfen. Das da. Also wofür brauche ich die Wurfdolche? Völlig unnötig. Machen kaum Schaden, muss man dauernd nachkaufen, Geld ist Mangelware. Die Händler sind sauteuer und wir hauen vor unserem Arm ab. Nein, okay, genug rumgespielt. Schwer zur Hand, wir haben einen Zauberer aufzuspießen. Dieser gelben Hand geben wir die gelbe Rune, öffnen die Tür und rennen... Ih, grünes Geglimmers. Ich will da nicht raus. Was ist denn das? Buch, sag mir, was das ist. Verfolgt Saroks Spur auf einer teuflischen Odyssee durch Galaumia. An seinem stinkenden Zauberschleim könnt ihr erkennen, welchen Ausgang er genommen hat. Stinkender Zauberschleim. Hey, das klingt genau nach was für mich. Nichts wie rein da. Damit hätten wir den ersten Level mehr oder weniger beendet. Wir sind aus unserer Gruft entflohen und machen uns auf zum Friedhof, der voller Zombies ist. Dort werden wir im nächsten Teil, nachdem ich ja gespeichert habe, allerlei untotes Getier seinem Schicksal zuführen. Und dann werden wir ja mal in der Geschichte vorankommen und ich erkläre euch, um was es hier so geht und was man in dem Spiel so macht. Bis dahin wünsche ich einen schönen Abend. Ich bin Diesel und wir sehen uns beim nächsten Mal.